Willkommen bei MBS von Gusto. Ich bin Pablo da Costa und hier ist meine Helfer, Sandra. Und als Gast haben wir mit uns Eloy. Hallo, Dicke. Heute machen wir Waffen. Ja, davor brauchen wir Eier, Zucker, Butter, Milch, Mehl und Backpulver. Zuerst trennen wir das Eiweiß und das Eigelb. Wie trennt man die Eier? Beim Eier trennen, sie Mutter und sagt, die Eier kräftig und waschen so. Glück mal, bis die Schale richtig auf Flaschen. So, Pablo, hast du auch Waffen zu Hause gemacht? Ja. Und? Das ist ja lecker. Eloy, hast du auch Waffeln probiert? Ja, es schmeckt sehr gut. Und Salvador, was meinst du? Schmecken dir die Waffeln? Ja, zu Hause. Gut. Nummer 1, jetzt Nummer 2. So, I get in my Schüssel, I get in the andere. Darf ich helfen? Ja, bitte schön. Dankeschön. Sie ist mal bitte. Danke. Deutschland. Deutschland, Flagge. Ja. Jetzt schmeißen wir die Butter. Und wir seht euch unsere Schüsseln an. Schon nicht wahr? Die eine hat deutsche Flagge, schwarz, rot und gelb. Die andere von Österreich. Und hier ist die Schweiz. Weiße Kreuz auf rot. Schön. Ja, ist das Resultat von Waffeln. So, jetzt geben wir das Mehl und der Backpulver in einen Schüssel. Mehl und was ist Mehl das? Mehl und Backpulver. Wie viel Backpulver? Eine Mitte. Gut. Noch viele. Hier ist das Schärfe. Danke. Und gut verwischen. Das ist sehr wichtig. So, hier geben wir den Zucker dazu. Und auch die weichgeschmolzene Butter. Danke. Das muss man gut aufrühren. Geben wir nach und nach Milch und Mehl. Dass der Teig fluffig wird. Ja. Nicht zu fest wird. So, der Teig ist schon fertig. Ey, das darf man nicht machen. Was machst du? Ja, das man, darf man nicht machen. Ja, dumm. Ja. Zum Schluss, Eiweiß ist Teig geschlagen. So, hier, bitte. Ja. Danke. Zuerst soll man das langsam rühren. Erste Mal muss man langsam sein, aber danach dumm. Man muss schneller sein.
Ja, und jeweils. Es kann nicht über den Kopf fallen. Das Eiweiß hier unter den Teig geben. Und dann hier mein Kollege Eloy, ja, bitte nach und nach unterheben. Sehr gut. Ihr seid aber gute Kocher, ihr drei. Habt ihr einen Dessert zu Hause gebacken oder gemacht? Einen Kuchen, eine Torte? Ja, einmal. Einmal? Was für eine Torte? Es war eine Schokolade. Schokoladentorte, gut. Ja. Salvador, und du? Kannst du was kochen? Nein. Nein, aber schon Waffeln, ne? Ja. Und Pablo, du, welches ist dein Lieblingsessen? Was hast du gekocht? Lieblingsessen? Diese Waffeln sind sehr gut und das ist mein Lieblingsessen. Aber mit Schokolade, mit Nutella. Nutella ist sehr gut. Bitte schön. Das ist so perfekt. Darf ich denn mal probieren? Das darf man nicht machen, aber probiere mal, bitte. Dankeschön. Schmeckt aber ganz lecker. So, hier ist die Waffel. Damit es nicht anklebt, mit den Bediensteten. Dann geben wir einen richtigen Schlüssel. Bis der Waffel fertig ist. So, hier ist der richtige Löffel. Und das. Malte! Wunderbar, magnifik, klasse, toll! Kann man Schokoladensirup dazu geben? Ja, auch Karamell, Marmelade, Sahne. Und das ist ganz mit lecker. Lecker, lecker. Ei, Mutti. Ja. Hier haben die Waffen. Man kann auch Schokolade mit Karamell, mit Karamell besser. Ja, mit Sahne. Ja, ich danke mit Karamell. Aber mal sehen. Oh, die Karamell. Ist ganz lecker. Probier mal die Waffeln und guten Appetit. Guten Appetit, Ebrez, buen gusto.